Ich bin Daan, bin 20 Jahre alt, studiere an der HDM und mache hobbymäßig Parcours. Ich bin Timo, 22 Jahre, komme hier in der Nähe aus Weinstadt und ich studiere Sportwissenschaft in Stuttgart. Also Parcours ist eine Sportart, bei der man den effizientesten Weg von A nach B sucht und man probiert halt zum Beispiel über Mauern zu klettern oder über Hindernisse zu springen und einfach so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Parcours ist nicht zu verwechseln mit Freerunning. Bei Freerunning macht man auch die Basics vom Parcours, aber man baut halt noch mehr Akrobatik-Sachen mit rein. Zum Beispiel Saltos oder einfach bestimmte Flow-Moves, bei denen man halt geschmeidiger, sag ich mal, über verschiedene Hindernisse rüberkommt und damit es einfach schön anzusehen ist. Ich mache Parcours jetzt seit 5 Jahren. Bin dazu gekommen durch einen Freund, der hat an der Schule eine AG gehabt und hat mich mitgenommen. Und da habe ich dann auch meinen späteren Trainer quasi kennengelernt und die ganzen Leute. Uns hat Spaß gemacht, wir kamen gut miteinander klar und haben beschlossen, ein Team zu gründen. Obstack haben wir uns genannt. Obstack deswegen, weil also haben wir abgeleitet von Obstacle, Hindernisse, weil wir uns als Ziel gesetzt haben, einfach jedes Hindernis zu überwinden bei uns im Sport. Wir haben auch ein Logo erarbeitet als Kette. Parcours kann man eigentlich immer alleine trainieren. Man kann sich natürlich besser motivieren und hat einfach manchmal auch mehr Spaß dran, wenn man im Team trainiert, kann sich Tipps geben. Im Sommer probieren wir draußen zu trainieren, weil da einfach eine reale Umgebung ist mit realen Hindernissen. Und da haben wir halt auch wirklich die Herausforderung, dann mit den Mauern zu überwinden, weil die einfach da sind und man kann die halt nicht verschieben oder so. Und im Winter probieren wir in der Halle zu trainieren mit Kästen und Matten. Und da trainieren wir dann eher die Sachen, die wir uns im Sommer halt draußen nicht trauen. Und ja, da sind wir einfach abgesichert in der Halle. Ich habe mir auch ein Tattoo stechen lassen mit dem Teamlogo von uns. Einfach aus dem Grund, weil ich im Parcours gelernt habe, vor Hindernissen nicht abzuschrecken, sondern einfach versuchen, die zu überwinden und nicht so schnell aufzugeben. Also im Parcours verletzt man sich eigentlich nicht so oft, da man eigentlich seine Grenzen kennt. Aber es kann schon mal mit Unglück ein bisschen, kann man sich schon mal verletzen. Ich habe mir zum Beispiel im Dezember die Hand gebrochen, als ich eine Flugrolle machen wollte, ja, und habe mir da einen doppelten Wirbelbruch gezogen. Aber man sollte eigentlich nie aufgeben. Ich habe jetzt auch wieder angefangen zu trainieren und die Leidenschaft packt einen dann doch. Die ganzen Parcours-Sachen kann man sich einfach nach und nach antrainieren. Man kann ja klein anfangen und dann wird es irgendwann besser.